Okay, das nächste Lied, das handelt von Gerüchten im weiblichen Genitalbereich, ist aber nicht frauenfeindlich. Meine Mama hat damals schon gesagt, Junge, zieh dir dann... Ich lieb ne dufte Biene, ne wirklich sexy Maus. Ich traue mich mit ihr sogar mal außer Haus. Doch das gewisse Etwas liegt an ihr in der Luft. Da wär ich lieber Bauer und spinnt im Schweineduft. Duft, 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 duft. Mein Gott, das Muff, 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 Muff. Für mich ist es zu spät, wenn's undercover geht. Hallo, mein Name ist Pierre, ich arbeite hier im Magnetclub, bin zuständig für Booking und Promotion. Wir haben wahnsinnig viele Konzerte hier und Partys. Wir sind eine ziemlich renommierte Club-Location in Berlin. Heute haben wir hier am Samstag das Global Battle of the Bands, eine Veranstaltung, wo Bands gegeneinander antreten. Hallo, ich bin Benny, National Director vom Global Battle of the Bands in Deutschland. Der Global Battle of the Bands ist der weltweit größte Musikwettbewerb für Bands. Jede Band kann sich anmelden, es gibt nur zwei Regeln. Und zwar, ihr spielt eure eigenen Songs und es gibt kein Playback. Wir sind nicht nur der größte Bandwettbewerb der Welt, wir haben auch den Anspruch, der fairste zu sein. Anders als bei anderen Veranstaltungen ist es bei uns nicht so, dass nur das Publikum entscheidet und die Band mit den meisten Fans automatisch gewinnt, sondern wir haben bei jeder Vorausscheidung schon eine Jury dabei. Das sind Vertreter aus der Musikindustrie, aus der Presse und so ist bei jeder Veranstaltung gewährleistet, dass die beste Band gewinnt und die Qualität unserer Veranstaltung soll damit natürlich extrem gehoben werden. Auch ist es so bei uns, dass jede Band nur zwei Songs spielt, sodass für das Publikum die Veranstaltung sehr interessant sein. Es geht sehr schnell voran und dauert ungefähr 3-4 Stunden, bis alle Bands bei uns gespielt haben. Es ist also sehr abwechslungsreiche Abende. Wir haben teilweise tolle Headliner dabei. Beim Nationalfinale zum Beispiel spielt I.O. Das ist die neue Band des Ex-Lineups der Guano Apes. Okay, here we go. Geh da, wo du wohnst, du alte Scheiße.
Scheiße. Geh da, wo du wohnst. Geh da, wo du wohnst, du alte Scheiße. Geh da, wo du wohnst. Geh da, wo du wohnst, du alte Scheiße. Ja, heute Abend also mit Szene Sounds beim Battle of the Bands im Magnetclub. Und wir haben einen Gewinner heute Abend, steht fest. War eigentlich schon ziemlich klar. Das heißt also, die Jury war sich einig mit der Publikumsmeinung. Wir haben also eine Band, die wahrscheinlich das noch schafft, nach Köln. Das ist die nächste Station, richtig? Ja, richtig. Ja, also Empty Trash aus Berlin. Seid ihr alles richtige Berliner? Ja, ja. War's echt? Sicher. Ja. Ach, ihr auch? Ja. Ja. Just another day to feel that pain. Suddenly I felt my eyes are open. Suddenly I felt I'm out of my way. Got it round in circles. It's not a problem anymore. Sound for symptoms, the love you got for what and go. It got to fall apart. Now it shouldn't even start. Think about a sound when it didn't suffer. Giving it away like it'd be the last one. Now. Er wurde auch von der Jury bewertet als technisch beste Band, aber ihr habt auf jeden Fall überzeugt. Nicht nur technisch, sondern gesanglich, auch emotional. War in dem Moment, als ihr auf der Bühne standet und quasi euer Set abgerissen habt, war das dann für euch schon klar, ihr seid die Gewinner? Nee, überhaupt nicht. Also in dem Moment hat man überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob man jetzt gewonnen hat oder nicht. Erstmal, also für mich ist es so, dass ich erstmal drüber nachdenke, wie der Gig gerade war und wie geil es gerade war, auf der Bühne zu stehen und ja, halt das Beste zu geben. Thank you.